da sind wir auch schon beim Tag 26. 26, Leute. Das wird sowas von eng. Sowas von eng wird das. So, und wir haben in der letzten Episode, am letzten Tag, haben wir so viele Pigments verloren. Ich bin fast davon überzeugt, dass wir die nicht mehr rufen konnten, weil wir haben noch die Frösche besiegt. Da sind zwar ein paar draufgegangen, aber so viele doch nicht. Also so viele, das kann mir doch keiner erzählen. Also, nee, nee. Aber wir haben die Teile auch wieder vor der Nase stehen lassen müssen. Ich dachte echt, dass wir es schaffen. Dass wir die noch in die Dolphin kriegen. Aber, ja. Wer den letzten Tag verfolgt hat, hat gesehen, dass das einfach zu eng war. Naja, gut, deshalb haben wir sie ja jetzt irgendwie vor der Haustür. Aber wir haben auch kaum noch blaue Pigment. Kaum noch. Also wir haben quasi auf den Schlag 100, 101, glaube ich, waren es, verloren. Klar haben wir jetzt noch hier welche eingebuddelt. Aber ich hoffe mal nicht, dass die Gegner jetzt alle wieder da sind. Ich hoffe nicht, da 46. Ja, nehmen wir alle mit. Wir lassen mal zwei noch in Reserve. Nicht, dass irgendwas schief läuft und wir gar keine mehr haben. Ich weiß gar nicht, was wir machen, wenn wir gar keine mehr haben. Okay, hier ist aber alles weg. Hier ist alles weg. Jetzt haben wir natürlich wieder die Blattpigmente. Das ist unfassbar. Aber hier ist alles safe. Und die Teile liegen hier nicht mehr, aber hier ist alles safe. Hier müsste, genau, hier ist die Wand. Alle mal ran. Ich meine, ich könnte die jetzt auch mit den Steinen wieder, aber alle ran. Eine Sekunde, zwei Sekunden, drei Schläge oder was? Hätten's noch gebraucht. Hätte's noch gebraucht. So. So. Fragt ihr das jetzt richtig? 25, 27, 28. So, ich habe noch 24. Für das andere Teil brauche ich viel mehr. Die wir nicht mehr haben. Die wir einfach nie mehr haben. Wir haben ja auch irgendwie, ich habe keine Blumen gesehen, ne? Keine Blumen oder sowas. Die Teile stecken alle in den Gegnern drin. Ja, nee, ist klar. Ist klar. Ich meine, schön für euch, dass dann haben wir jetzt hier, das war ganz nett. Aber so war nicht der Plan. So verliert man Pigment. Und die Steine sind alle wieder... Ja. Könnt ihr damit abfahren? Obwohl, ist auch egal. Ne? Könnt ihr auch machen. Ich weiß gar nicht, wo man da oben hinkommt. Aber du musst nicht, ihr müsst noch nicht, hallo. Ihr müsst da noch nicht, nein, da ist Feuer, da wollen wir nicht hin. Ihr seid blau, ihr seid im Wasser, Leute. Ich verzweifle hier irgendwann. Und wir haben immer noch so viele Blattpigmente, die so mega langsam sind. So, aber das müsste, was ist das? Was ist es? Hallo? Der Pilotensitz. Wenn ich mir den im Cockpit vorstelle, so fühlt sich mein geplagtes Hirn mit Bildern von mir, wie ich starte. Welch eine Inspiration. Ja, ich habe 21 Teile, 9. 9 insgesamt fehlen mir. Das ist unfassbar. So, 60 Stück müssten reichen für das andere Teil, dann haben wir das wenigstens. Wo war denn das jetzt nochmal? Das war da hinten, ne? Hier so durch. Ist hier ein Gegner? Frosch? Irgendwas? Gegner? Frosch? Irgendwas? So, Gott sei Dank ist die Tür offen. Könnt ihr... Na, dann bleibt doch draußen vor der Tür. Ernsthaft jetzt. So. Das haben wir schon mal gelesen. Oder? Es besteht aus rostfreiem Zirkonium, aus dem viele Teile eines Raumschiffes gemacht sind. Der Einbau hat eine Stange Geld gekostet und ich hatte den Verdacht, dass der Mechaniker mich übers Ohr gehauen hat. Weiß ich gar nicht, ob ich das gelesen habe.
aber hier 30 Teile, 30 Pigment. Da sind schon wieder welche abgefallen. Das können wir uns nicht leisten, dass da welche einfach hier auf der Strecke bleiben. Das können wir uns echt nicht leisten. Kommt alle mit, wo tragt ihr das jetzt wieder her? Bitte irgendwo, wo safe ist. Ich habe den Weg safe gemacht. Bitte latsch nicht wieder irgendwo anders lang. Da, durch die Tür. So ist brav. So ist ganz brav. Super brav. Okay, die tragen das zum Raumschiff. Wir können schon mal einmal gucken. Stehen gelassen haben wir keinen. Hier unten ist alles weg. Ist es nicht. Oh, da sind noch zwei. Da ist noch eins. Da waren wir noch gar nicht. Leute, das wird alles sowas von mega knapp. Das hier scheint komplett auch im Wasser. Das ist auch im Wasser. Hier ist alles irgendwie im Wasser. Und ich habe so viele blaue verloren. Da ist kein Wasser. Wie kommen wir denn da hoch? Ach so, hier an der Stange vielleicht. Und wir können da außen rum. Was ist das denn für ein Mega-Shit? Müssen wir da jetzt... Also die können bis hier oben, aber der Olimar... Also der kann... Die können hier hoch. Kann ich denn mit dem Olimar hier hin? Oh, ne. Dieses Spiel löst sämtliche Gefühlsregungen in mir. Hoffnung, Verzweiflung, Trauer. Oje. Und Glückseligkeit. Wir haben ein zweites Teil heute geschafft. Zirkonium-Rotor aus rostfreiem Zirkonium sieht aus wie neu, obwohl er den Elementen dieses rauen Planeten ausgesetzt war. Sehr schön. 22 Teile, 8 brauchen wir noch. 7, das ist die Leistung, bla bla. Ne, wir haben keine Zeit hier. So, was machen wir? Ich habe keinen neuen Plan. So. Das Problem ist, ich weiß nicht genau, wie wir da rumkommen. Wenn wir die alle da hochschicken. Wir gehen mal dahin und schicken die da hoch und dann rennen wir. Ne, wir lassen die hier stehen. Hier ist ja safe. Und dann rennen wir mal einmal. Oder schicken wir die da hoch? Wir können sie ja wieder runterrufen. Schicken die da hoch. Hoffen, dass denen da nichts passiert, sonst bin ich richtig am. Popo. Hallo. Alle da hoch. Dann bleibt da stehen. Ganz ehrlich. So, wir müssten ja hier einmal rum. Es sah ja so aus, als ob man hier mit dem Olimar einmal rumkommt. Da lang. Links halten, da ist nämlich da oben ist ja eine Öffnung. Wir hätten auch darum gekonnt. Uff. Weiß ich nicht. So, links halten, hier lang. Und dann rechts. Da ist ein Blasevieh. Da ist. Oh, Scheiße! Da rein, da ist die Öffnung. Feuer. Da ist die Brücke, da stehen meine Pigmen. Das ist überall voll. Ich hätte die Blauen nicht mitnehmen sollen. Hier ist überall Feuer. Was machen wir? Hier ist überall Feuer. Was, wir lassen die hier stehen. Nehmen eine Handvoll wieder mit und holen ein paar rote. Ich muss eh meinen Anzug reparieren. Aber ich lasse ein paar blaue da stehen, einfach. Weil ich nicht weiß, wo die das hinterher... Kannst du mitkommen? Wo die das hinterher... Ja, ist ja gut. Baumanzug. Wo die das hinterher tragen.
Ich habe voll Ehrgeiz jetzt, das alles hier noch zu schaffen einfach. So, die rein. Anzug reparieren. Damit es einfach aufhört zu piepsen. Ja, hier 7 Teile, bla 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 bla. Bla bla. Dass man das nicht überspringen kann, sondern jetzt holen wir rote. Nehmen die mit. Soll ich da jemand schreien hören? Ich hoffe nicht. So, die roten nehmen wir mit. Schicken die hier hoch. Gott, diese. Ich habe so viele Blattpigmente mit. Einer, ja? Weißt du was? Du hast nicht verdient, weiter mitzumachen. Bleib da unten stehen, halt Wache. Ganz ehrlich, so, hier lang. Da hinter dem. Oh, da war noch ein. Hier ist noch ein Tor. An dem Pustekäfer vorbei. Wenn wir den schaffen wollen. So. Und dann haben wir die roten. Die sind wenigstens feuerfest. Im Gegensatz zu meinem Anzug. Okay. Schauen wir mal. So, drauf. Ich habe keine Ahnung mehr, wie man den. Ah. Da. Ja, aha, ja. Das ist gut. Das ist gut. Ich muss... Andere Ansicht. Leute, andere Ansicht. Okay, man muss den, glaube ich, an Rüssel, oder? Ich dachte nämlich immer, man muss den kitzeln oder sowas. So, und dann nämlich draufschmeißen. So, drauf. Ansicht. Da fliegt keiner drauf, oder? Der nimmt überhaupt keinen Schaden. Warum denn? Könntest du dich mal umdrehen? Junge! Dreh dich um! Hallo? Der dreht sich nicht um. Hallo? Könntet ihr mal... Da hat er gerade... Da, jetzt! Jetzt! Rauf! Moment. Das ist das in dem Rundell. Wir haben's. Die Frage ist, wo tragen die das runter? Ich hätte mir vielleicht mal vorher um den Weg Gedanken machen sollen. Ich meine, hinkommen war ja jetzt, ne, nett. Aber wieder wegkommen? Ach nee. So, gucken wir mal, wo tragen die das denn her? Da schon mal nicht. Wo tragen die das jetzt runter? Aber es ist gut, dass wir die roten mitgenommen haben. Ach, wir brauchen die Brücke hier, ne? Ich habe meinen Bugsprite. Bugsprite, oder? Wieder. Wenn ich dieses Teil anbringe, wird mein Schiff bestimmt etwas von seiner alten Eleganz zurückgewinnen. Eleganz? Wer braucht denn hier Eleganz, ey? Ja, die brauchen die Brücke, alles klar. Könnt ihr mal... Hallo? Bauen die, ne? Könnt ihr alle mal die Brücke... Die Brücke bauen? Bitte baut doch mal die Brücke. Versuche hier mal durchzulaufen. Ich rette jetzt die Blauen wieder. Die können alle mit hier runterkommen. Du auch. Hallo? Meine Herren, nee. Wir können uns nämlich nicht auch nur einen leisten. Oh Gott, das sind auch noch so zu viele, wenn ich das sehe. Keinen blauen mehr leisten, der irgendwie platt geht. Achso, mein Anzug. Schon allein wegen dem Gepiepse.
Schon allein wegen dem Gepiekse. Gepiepse. Wir haben natürlich haben wir das schon tausendmal gelesen. Danke, weiß ich. Ich wollte nur das Gepiepse weg haben. Da ist die Brücke. So, du tapferer kleiner Mann. Weißt du, was wir machen? Wir laufen einmal jetzt mit dir rum. Latsch mir nicht ins Wasser. So. Keine Ahnung, wo die Brücke jetzt rausgekommen ist. Wir nehmen den Weg, den wir kennen. Bist du? Der ist echt lebensmüde, ne? Ey, so ein Kamikaze-Typ sollte man eigentlich gar nicht mit im Team haben. So, wo sind sie? Da. Da. So. Hallo? Nicht aufregen. Nicht aufregen. So. Bei meinem Glück muss ich mir das auch noch kaputt machen. Ja, Tatsache. Okay, dann hier, komm. Alle ran. Ist mir scheißegal, ey. Oh, Mann. Ist der Kamikaze-Typ da auch bei? So, und das hier. Das wollten sie aber hier durchquetschen, oder was? Hä? So ein an der Pfanne. So, kommen wir von der anderen Seite vielleicht mit den gelben dran, dass wir da. Hallo? Wo wollen wir denn überhaupt dann her? Hier sind überall Käfer. Bei meinem Glück. Ach, guck dir das an. Die machen die Wand zwar. Hallo. Kaputt. Aber. Zieh die mal ab. Und versucht die Käfer auf der anderen Seite Platz zu machen, weil sonst kommen die da ja auch nicht lang. Hallo! Sag mal! Haben einen Schuss nicht gehört, oder was? Ich glaub's nicht. Ist ja schön, dass ihr jetzt alle eine Blüte habt. Aber wäre auch nett, wenn ihr irgendwie das macht, was ich möchte. Keine Ahnung, wie man dann gut rankommt. Pfeif doch! Der pfeift nicht. Unfassbar. So, drauf, drauf, drauf. Ich schmeiß die jetzt irgendwie da drauf. So, alle. Alle wieder mitkommen, bitte. Nö? Vielleicht nicht? Mach das doch bitte wenigstens kaputt. So. Und wisst ihr was? Ja, das Teil dürfte noch... Ich zerbrich gleich hier. Irgendwas fliegt denn gleich an die Wand. Ja. Haben wir es jetzt, ja? Haben wir es jetzt? Könnt ihr jetzt mitkommen? 10, 9, 8, ich verstehe schon. So, wir gehen hier rein. Wir gehen hier mal rein. 49 hätten wir draußen. Da sind... Hä? Wieso sind denn die da alle so verteilt? Da steht einer rum. Der steht aber doch an der Zwiebel. Sonst haben wir doch keinen weg. Hm. Ich hätte gern heute noch ein paar blaue gemacht, aber... Ne? Da bleiben wir ganz ehrlich, nee. Wir bleiben mit denen hier. Wir bleiben stehen bei dem Teil. Wir bleiben bei dem Teil hier stehen. Ich pfeife einfach die ganze Zeit jetzt. Dann sind auch alle bei mir. So, müsst ihr euch das Gepfeife anhören. So, und da haben wir wieder die Szene. Ich glaube echt, dass ich den letzten Tag habe ich die übersprungen. Das mit dem Pfeifen hat auch nicht geklappt. Manchmal hängt einfach alles. Ganze machen nichts.
Aber wir müssen dringend eigentlich die Blauen aufbessern, weil wir haben ja gesehen, die anderen liegen fast alle im Wasser. Ich hätte jetzt gar nicht damit gerechnet, dass wir die Roten da brauchen, dass da so viel Feuer ist. Da krabbeln so Viecher aus dem Boden. So, aber die Gelben scheinen mir irgendwie gar nicht mehr zu brauchen. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es nicht. 26 Tage seit Absturz. Egal wie viele Pigmen im Kampf besiegt werden, ihre Kameraden kämpfen weiter. Ja. Oder laufen vor Wände oder bleiben irgendwo stehen oder machen sich selbstständig. Ob mein Eindringen die Kämpfe verursacht hat, vielleicht ist dies eigentlich ein friedlicher Planet. Nein, natürlich lebten die Pigmen auch vor meinem Auftauchen in dieser Situation. Das muss einfach so sein. Red dir das nur ein, Olimar. Ich darf nicht aufgeben, wenn ich nach Hause will. Meine einzige Aufgabe besteht darin, die Teile meines Dolphins wiederzufinden. Ja, ich weiß. Ich weiß. So, wir haben noch 62 Blaue. Zwei im Kampf verloren. Das ist eigentlich gar nicht mal schlecht, aber es sind auch keine gekeimt. Ne? Und wir haben noch 4 Tage und 8 Teile. Das ist... Ey, das ist sowas von knapp einfach. Ich habe selber keine Ahnung, ob wir das noch schaffen. Ob wir, wenn wir weniger Teile haben, noch zu Hause wieder ankommen. Und da wir die anderen Teile jetzt noch gar nicht gesucht haben, in der Einrichtung waren wir noch gar nicht, habe ich keine Ahnung, ob wir das in den 4 Tagen schaffen. Eins steht da ja noch, da wissen wir, das haben wir auf halbem Weg. Da müssen wir aber noch die Punktkäfer besiegen, die da so rumlungern. Ich bin davon überzeugt, dass die anderen Feinde dann auch schon wieder da sind. Das wird noch richtig knackig, sage ich euch.